Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Garfield und ich hasse Montage, aber ich liebe Lasagne und Make-up. Und deshalb schauen wir uns heute die Aristocats Disney LE von I Love Revolution an. Wenn du da also Lust drauf hast, dann bleib dran. Miau! Bis gleich. So, dann wollen wir mal ein paar Profis interviewen. Sally, Sally, Sie sind doch eine hauptberufliche Katze. Was sagen Sie zu dieser LE? Ist gut, ha? Ja, sind die zu gebrauchen? Und Sie, Frau Nika, auch Sie sind doch Profi im Katze-Sein. Ah, Nika lässt sie kalt. Aber da ist eine weiße Katze drauf. Nika. Sally ist begeistert. Nika lässt es kalt. Das ist schwierig, dann müssen wir es wohl selbst ausprobieren. So, hallo meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Es gibt schon wieder eine Disney-Alley. Tada! Aber diesmal mit Aristocats, was ich glaube ich so noch nicht gesehen habe, von Isle of Revolution. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Ich habe mir die Palette geholt, diesen putzigen Pinsel, ein Lipgloss und diesen Highlighter. Und das werden wir alles miteinander ausprobieren. Jetzt. Ich habe bisher nur ein bisschen drin rumgeswatcht. Ich glaube, die Qualität ist durchwachsen. Ich habe das Gefühl, da sind ein paar so richtig gute Farben dabei und ein paar, die so eher schwächeln. Aber wir werden sehen. Jedenfalls wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen. Es gab ja von Isle of Revolution schon mal so eine Disney LE mit diesen Büchern. Und die waren so aufgemacht, dass man auf der einen Seite Face-Produkte hatte und auf der anderen Seite Lidschattenpaletten. Lidschatten. Und diesmal, ja, die ist die Palette auch so ein Buch, aber es sind nur Lidschatten drin und vom Format sind die anders. Die sind erstens mal schmaler, aber dafür etwas höher. Könnt ihr das sehen? Das ist schmaler aber. Das finde ich ein bisschen schade, weil man die dann nicht so schön einreihen kann, aber hier steht auch nichts auf dem Buchrücken. Also sie versucht kein Buch zu sein, im Gegensatz zu den anderen Paletten. Naja, jedenfalls wollte ich euch noch was zeigen und zwar ist hier so ein Stück Plastik dran, aber nur auf einer Seite, dass die Farben quasi voneinander trennt irgendwie. Es ist aber so perforiert und ich glaube, man kann es abreißen und das werde ich auch machen, bevor ich sie euch swatche, weil mich das, glaube ich, beim Schminken nerven würde, weil es hier immer relativ fest drauf liegt. Deshalb mache ich das erstmal schnell. So, das hat super funktioniert. Das sind 36 Farben. Und ich werde sie euch jetzt alle schnell swatchen, aber ich werde mich damit nicht so lange aufhalten, denn sonst sitzen wir hier morgen noch. So, hier seht ihr also mal die ganze Palette. Es fällt auf, dass sehr viel rosa und so pinkere Töne dabei sind. Sehr hell und sehr dunkel, sehr viele so helle weiße, was wahrscheinlich ja so an die weiße Katze erinnern soll, aber auch ein paar ein bisschen besonderere Töne. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Töne, die so einen Unterton irgendwo drin haben oder eigentlich ganz spannend sind. Ja, die Qualität ist tatsächlich total durchwachsen. Also ein paar von den Matten sind toll, ein paar sind genauso wie bei diesen Schimmern und Metallics. Ein paar sind richtig toll und ein paar sind mehr so ich habe mir gedacht, ich werde zwei Looks damit schminken, einen etwas helleren und einen etwas dunkleren und werde einfach versuchen, so viele Farben wie möglich drauf zu klatschen. Und ich werde mir jetzt die Lider noch ein bisschen mit Concealer einfach ein bisschen primen, weil ich glaube, dass das helfen könnte. So, dann geht's jetzt los. Ich bin gespannt, denn wie gesagt, von den anderen Disney-Paletten von Isle of Revolution war ich nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Deshalb bin ich jetzt umso gespannter. wie fange ich denn an? Ich fange an mit einem... Das wird die helle Seite, das wird die dunkle Seite. Habe ich gerade beschlossen. Das ist also die helle Seite der Macht. Und ich fange an mit Fufu. Fufu. Das ist dieses matte Pfirsichfarbene hier. Und da könnt ihr auch nochmal sehen, dass da so kleine Pfotenabdrücke drin sind. Nur in den matten Farben. Das finde ich ganz nett. Hier gibt es nämlich so eine Art... Es gibt diese matten Farben und dann gibt es so Farben, die irgendwie matt wirken, aber eher so Schimmer sind. Also es gibt matte, Schimmer und Metallics in dieser Palette. Und eben, wie gesagt, 36 Stücke, echt der Wahnsinn. Da kann man sich echt schwer entscheiden.
Jedenfalls, ich versuche es einfach zu halten. Also, ich grundiere mir mein Lid mit dieser Fufu-Farbe. Und die ist sehr zart, aber davon bin ich jetzt auch mal ausgegangen. Dann möchte ich aber doch noch ein bisschen dunkler in meiner Lidfalte werden. Und dafür gehe ich in diese Farbe, die heißt Feline Beat. Das ist so ein mattes Violett. Dann nehme ich den gleichen Pinsel, schlage den auch gut ab und setze die hier mal so zart rein. Okay, brauche einen anderen Pinsel. Nehme einen bisschen fester gebundeneren. Gehe nochmal in dieses Feline Beat. Ach ja, das funktioniert ganz gut. Das sieht auch ganz schön aus eigentlich. Ist jetzt aber nicht wirklich dunkler geworden, sondern hat eben nur so einen fliederfarbenen Ton bekommen. Was mir aber zugegebenermaßen ganz gut gefällt. Okay, dann probieren wir doch mal die Farbe. Wir probieren die Farbe Scales. Ich gehe da jetzt mit dem Finger rein. Das ist diese Farbe hier. Das ist einer von diesen interessanten Tönen, die so eine andere Base-Color als die Farbe haben. Das ist quasi eine rosane Base mit einem blauen Schimmer, aber die lässt sich wirklich kaum aus dem Pfännchen holen, sieht aber sehr cool aus. Seht ihr das? Das ist so ein Duochrom. Und die gebe ich mir hier einfach mal mit dem Finger auf. Ah, Ja, die ist schick. Das ist schick, aber eigentlich wollte ich ja einen helleren Look. Sieht jetzt gar nicht mehr so hell aus. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Aber wie? Ja, ich gehe jetzt in die Farbe Berluise oder so. Das ist dieser dunkle Ton. Da gehe ich aber wieder mit dem fluffigeren Pinsel rein. Und die gebe ich mir hier hinten nochmal hin, um das eben ein bisschen zu verdunkeln. Ja, das geht. Ich gehe noch ein bisschen in eine wärmere Farbe, und zwar in Toms O'Malley. Wie gesagt, ich pinsel gerade wie wild rum, weil ich möglichst viel ausprobieren will. Oh, Toms O'Malley ist cool. Ich meine, der Kater war auch schon cool in dem Film, aber die Farbe ist auch schön. So ein sehr orangebrauniges, wie so eine rote Katze halt. Allerdings vermatschen die da jetzt. Was mich nicht wundert, ich habe ich jetzt hier ein bisschen zu viel aufgetragen oder ein bisschen zu viel gemischt. Aber es kommt trotzdem noch mehr. Und zwar gehe ich jetzt in die Farbe Merci. Das ist dieses Metallic Rosé, würde ich sagen. Und gib mir das nochmal hier vorne hin. Das ist wirklich sehr metallisch. Das gebe ich mir tatsächlich hier auch nochmal ein bisschen auf. Das ist ganz schön. Und dann brauche ich noch was Helles. Und da gehe ich in die Farbe Perfect. Das ist so ein schillerndes Champagner. Wobei Katzen bitte keinen Alkohol trinken sollen. So, und das gebe ich mir hier vorne hin. Ein bisschen was Spannenderes könnte das noch vertragen, ne? Ich gehe in die Farbe Miau. Okay. Diese Farbe hier, Miau, das ist so ein Miau. Seht ihr so ähnlich wie dieses, nur noch ein bisschen orangener. Und das ist auch so eine Schimmerfarbe. Und gebe mir die noch hier vorne hin. Aha. Ja, das macht das Ganze ein bisschen spannender. Das werde ich mir noch hier hochziehen. Ich weiß, das sieht immer am Anfang total irre aus, aber gib mir die Chance, den Look fertig zu machen, dann wird es auch gut aussehen. Für unters Auge gehe ich jetzt, gehe ich denn da rein? In die Farbe Jazz. Das ist auch so ein Fliederton mit einer Pfote drin, also ein matter Ton. Und die gebe ich mir hier drunter. Ah, das ist eine von denen, die schwächelt. Okay, und dann gehe ich noch mal ein bisschen in Berluise, ich kann das nicht aussprechen, aber in dieses dunkle. Es ist wie so ein metallisches Anthrazit, würde ich sagen. Und gebe mir das ein bisschen hier unten hin. Oh, und ich glaube, damit ziehe ich mir auch einen Liner. Moment.
Ja, also es geht so okay, sag ich mal. Das dürfte noch ein bisschen mehr Tiefe vertragen, ehrlich gesagt. Aber gut. Dann kommen wir mal zur dunkleren Seite. Schauen wir mal, was wir da machen können. Ich gehe jetzt nochmal in Thomas O'Malley, weil ich die Farbe wirklich sehr cool finde. Dieses, das ist schon fast so ein Kamelbraun irgendwie, ein dunkleres. Und das gebe ich mir in die Lidfalte und benutze das quasi als meine Transition Color. So. Und auch ein bisschen unters Auge direkt. Und dann gehe ich in die Farbe Scat Cat nochmal. Das ist dieses super dunkle Lila. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht benutzt. Das ist nur mein Swatch-Abdruck da drin. Und die gebe ich mir jetzt hier so drüber. Das ist eine richtig schöne Farbe, aber sie ist nicht so richtig satt. Es ist aber wirklich eine sehr schöne Farbe. Wow. Okay, lass mich die ein bisschen aufbauen. Das sind 36 Lidschatten für 16 Euro. Ist kein Wunder, dass das jetzt nicht die Creme de la Creme ist, aber eigentlich funktioniert sie doch ganz gut, oder? Das ist ein schöner Verlauf. Okay, dann gehe ich hier nochmal nochmal in dieses dunkle Anthrazitfarben, ne? Und gebe mir das hier hinten nur so ein bisschen. Ich tupfe das hier nur auf, um das ein bisschen dunkler zu machen. Obwohl es ja schon sehr dunkel ist, aber damit ich hier noch ein bisschen tiefer kriege. Ultra Smoky Eye. So. Und dann müssen wir vorne mal ein bisschen heller wieder werden. Und ich glaube, ich gehe in die Farbe Bonjour. Das ist dieses Kornblumenblau. Das ist eine total schöne Farbe. Die war aber im Swatch leider richtig schlecht. Die ist auch total hart gepresst. Also die sind alle grundsätzlich sehr, sehr hart gepresst. Und die drücke ich mir mal hier vorne drauf. Ah ja, super schön. Okay. Weil das macht so einen. Wieder so ein Schmetterlingseffekt, wenn du verstehst, was ich meine. Das hat so ein. So ein Schimmern, Schillern, schön. Aber ganz sanft. Na, du siehst das, glaube ich, ganz gut. Oh, schön, okay. Gut, dann. Oh, da ist noch was, da ist noch was Grünes, Grünliches. Domisodo. Also ich glaube, das ist Domisodo. Wobei, das ist nicht. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So geht's auch eigentlich. Na, egal. Jedenfalls nehme ich diese Farbe. Es ist, glaube ich, eher so ein. Ja, es geht ins Grünliche, aber es ist auch braun. Es ist so ein braun-grün. Auf dem Finger sieht es eher grau-metallisch aus. Was will ich denn jetzt damit? Ich tupfe mir das mal in die Mitte einfach. Ja, nee, das lasse ich. Das passt dann nicht so dazu. Okay. Abbrechen, abbrechen. Adler an Falke, Operation abbrechen. Okay. Ich bin erwachsen. Merk dir das, Isi, du bist erwachsen. Du musst dich benehmen wie eine Erwachsene. Okay. Dann nehme ich eben Duchess. Das ist dieses Gold hier. Und das gebe ich mir hier in den inneren Augenwinkel. Oh, Mehr, mehr, mehr. Das ist eine sehr flockige Farbe. So wirklich so wie so kleine Folienstücke. Okay. Sieht wild aus, aber ich habe es ja so gewollt. Dann gehe ich noch in die Farbe. Oh, oui. Oui. Das ist hier oben auch so ein gräuliches. Ja, es ist ein Grau. Ein gräuliches Grau. Und da versuche ich hier hinten das nochmal so ein bisschen. Nee, das tut nicht mehr viel. Das lasse ich bleiben. Okay. Aber ich mache trotzdem noch was. Und zwar nehme ich so einen kleinen flachen Pinsel. Und da gehe ich in die Farbe. Ja, in die Farbe. Perfekt. Perfekt. Das ist hier oben so, hier unten so ein. Helles Schiller. Habe ich die vorher nicht schon genommen? Naja. Ich nehme sie nochmal und ziehe hier noch ein bisschen hin. So.
Ich lasse quasi das Gold ins Silberne auslaufen oder ins Champagnerfarbene. Hier auch ein bisschen. So. Gut. Das sieht jetzt aus, als hätte ich zwei Veilchen, als hätte ich die Schlacht verloren. Habe ich aber nicht. Ich glaube, wenn ich da mit Mascara und so drüber gehe, dann sieht es richtig gut aus. Deshalb lass mich jetzt mal kurz meine Base fertig machen. Bis gleich. So, dann bin ich wieder. Dann lasst uns doch jetzt mal diesen Pinsel ausprobieren. Ich möchte nämlich gerne ein bisschen Bronzer auftragen. Und ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dieser Pinsel ist total süß, weil er so eine Katzenpfotenform hat. Ich stehe ja total auf sowas. Ich habe noch einen anderen. Der ist nicht von Revolution, aber der hat auch so eine Katzenpfote. Ach, so süß. So süß. Jedenfalls ist mir aber was aufgefallen, speziell bei meinem Exemplar. Guck mal, da ist hier, siehst du das? Was da dazwischen ist, da, genau dieses Ding, das ist ein Stück Papier. Da ist ein Stück Papier mit eingebunden irgendwie. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich wollte es euch mal zeigen, weil ich sowas auch noch nie gesehen habe. Ist nicht schlimm, ich werde es einfach abreißen. Da. Da ist es. Und da ist es im Pinsel verschwunden. Also nicht weiter tragisch, aber hatte ich noch nie. Überraschungspinsel. Okay, also ich nehme einen Bronzer. Ich benutze, ich benutze mal wieder den Butter Bronzer von Physicians Formula natürlich. Ich habe die Light-Variante. Und da passt diese Pfote sehr gut rein. Falls du den hast, siehst du ungefähr, wie groß der tatsächlich ist. Und sie nimmt auch Produkt auf, allerdings ein bisschen ungleichmäßig, was aber zu erwarten ist bei der Form. Und dann schauen wir doch mal. Er ist aber tatsächlich wirklich sehr schön weich, dieser Pinsel. Aber für Bronzer würde ich, glaube ich, ist er mir zu nicht fluffig genug irgendwie. Ich glaube, ich mag die Pinsel noch fluffiger. Aber es funktioniert. Der ist wahrscheinlich besser, um sein Gesicht mal kurz Fallout wegzumachen oder so, glaube ich, ist der ganz cool. Oder wenn man großflächig abpudern will oder wenn man baked und den Puder wegwischen will oder so, ich glaube, dafür ist der gut. Für Bronzer ist er nicht mein Favorite. Okay, dann kommen wir zu dem Highlighter. Und ich habe die Farbe Madame. Und das ist die Farbe. Ich habe mich für die dunkelste Farbe entschieden, die jetzt auch nicht wirklich dunkel ist, wie du siehst. Und das ist ganz interessant, das siehst du hier wahrscheinlich nicht. Ich swatche den mal. Jetzt habe ich die Pfote kaputt gemacht. Der ist rosa. Siehst du das? Der ist rosa in der Basefarbe und hat so einen goldenen Schimmer. Also der Glow ist golden, die Farbe selbst ist aber rosa. Und den geben wir uns jetzt mal auf. Ich glaube, das ist auch so eine Art Blushleiter. Also den kannst du als Highlighter und als Blush vielleicht verwenden, möglicherweise. Aber ich muss sagen, von dem Rosa sehe ich jetzt gar nicht viel. Ich sehe dann doch nur Highlighter. Und der ist mir ein bisschen zu metallisch. Das ist Geschmackssache. Ich mag meine Highlighter lieber ein bisschen dezenter zurzeit. Das ändert sich ja auch immer gerne mal wieder, aber der ist mir zu krass. Könnte auf gebräunter Haut aber wirklich ganz cool sein. Nee, ist mir zu krass. Aber es ist eine interessante Farbe. Also es ist kein 0815 Highlighter tatsächlich, weil er eben diese rosane Base hat. Man sieht es schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst. Aber man sieht es ein bisschen. Ja. Dann habe ich noch ein Produkt und etwas, das mich auch ein bisschen verwirrt hat, und zwar dieser Lipgloss in der Farbe Toulouse. Jetzt schau dir mal bitte diese Farbe an, ja? Es ist so ein Rosenholzton, würde ich sagen. Und jetzt blende ich dir hier mal das Bild auf der Webseite von diesem Lipgloss ein. Also Entschuldigung, das ist dunkelrot, oder? Irgendwie finde ich... Naja, gut, egal. Ich habe auch nochmal geschaut, ich habe diese Farbe Toulouse. Gut, jedenfalls habe ich den schon ausprobiert und der riecht nach Butterkeks. Jedenfalls für meine Nase riecht er nach Butterkeks, was ich ganz lecker finde. Butterkeks, njam, njam, njam.
Und du siehst vielleicht auch, der ist auch relativ deckend. Also er hat wirklich viel Pigment für einen Gloss. Ja. Ist auch angenehm. Ist nicht klebrig oder so. Aber Glosse mit viel Pigment verschwimmen natürlich auch gerne mal. Also er ist auch ein bisschen von der schwereren Sorte. Es ist nicht so ein super leichtes Gloss, aber es fühlt sich schon sehr angenehm an. Also den Gloss mag ich eigentlich gerne. Er wäre mir jetzt trotzdem aber irgendwie, ja, wohl, wenn man nicht ganz so viel aufträgt, das ist halt eine Farbe, bei der das noch geht. Wenn er wirklich so rot wäre, wie er in dem Bild aussieht, wäre es wahrscheinlich schwierig, weil der würde dir überall hinkriechen, glaube ich. So fällt es nicht so auf, wenn er mal ein bisschen was ist. Okay, ich mache kurz noch hier Eyeliner, Wimpern und sowas und dann sehen wir uns zum Fazit. Bis gleich. So, das ist mein fertiger Look. Ich komme mal wieder näher und zeige dir das Ganze. So, also mein dunkleres Auge mit diesem dunklen, saftigen Lila und mein etwas helleres Auge mit diesen gemischten Schimmertönen, würde ich sagen. Das ist ein bisschen undefinierbar, aber mit diesem pfirsichfarbenen Inner Corner gefällt mir echt gut. Mir gefallen beide Looks total gut. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, denn ich habe nicht erwartet, dass mir die Palette gefällt, weil ich von den anderen nicht so begeistert war. Aber hier fand ich die Qualität gar nicht so schlecht. Also, das war jetzt nicht schwer, es war nicht fleckig oder irgendwas. Ließ sich eigentlich sehr schön verblenden. Für 16 Euro, so viele Farben, fand ich gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt natürlich nicht jede einzelne ausprobiert, aber ich habe nur zwei Augen. aber ja, also ich finde sie gut. Ich finde sie definitiv besser als die alten Disney-Paletten. Und ja, mir gefällt auch das Packaging. Also gar nicht so schlecht, ganz cool. Wenn du ein Disney-Fan bist, ein Aristocats-Fan, dann würde ich zuschlagen. Und ja, der Highlighter, wie gesagt, es gibt ja noch andere Farben. Mir persönlich gefällt der nicht, aber das ist Geschmackssache. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Highlighter ist. Er ist, ja, er ist nicht mein Fall, ehrlich gesagt. Ich finde die Verpackung sehr süß. Ich finde es okay, dass er einen Spiegel hat. Er müsste eigentlich keinen Spiegel haben, ehrlich gesagt. Ich finde es mit der Pfote sehr süß, aber ich glaube, an dem könnte man vorbeigehen. Außer du bist so ein Highlighter-Junkie. Den Pinsel finde ich total süß. Den finde ich echt richtig süß. Und ich glaube, dass der für bestimmte Zwecke auch richtig gut sein wird. Ich glaube, lieber nichts, was mit Pigment zu tun hat, sondern eher zum Abmattieren oder um Puder abzunehmen oder sowas, glaube ich, ist der gut. Und das Lipgloss, das ist so ein bisschen bla. Das ist nur was für Fans, würde ich sagen. Also, das hast du wahrscheinlich schon einfach. Es schmeckt gut, ich finde, es sieht auch gut aus, aber es ist jetzt nichts Besonderes, dem ich mir die Hände ausreißen würde. Nee, was sagt man? Also ich würde mir dafür kein Bein ausreißen. So rum, nicht die Hände, die Beine. ja, das ist okay. Es ist auch nicht schlecht, aber es ist auch nichts Specialiges. Ja, dann schreib mir doch gerne mal, wie du meine Looks findest. Also wie gesagt, mir gefällt auch der für einen Frühling, ist das doch ganz süß, oder? Ich meine, wenn du die Seite wegdenkst, ist eigentlich ganz cool, oder? Ja, genau. Dann schreib mir doch mal, wie findest du die Produkte? Wie findest du die Looks? Hätte ich was anders machen sollen? Willst du dir was davon holen oder hast du dir sogar was davon geholt oder sagst du, nee, bitte, ich kann kein Disney mehr sehen? Könnte ich auch verstehen, ehrlich gesagt. Und ja, dann bin ich auf eure Kommentare gespannt. Ich bin guter Hoffnung, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder vielleicht sogar ein Abo, wenn du neu hier bist und es dir gefallen hat, was ich hier gemacht habe. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao!